Hallo zusammen. Wir haben jetzt inzwischen eine ganze Reihe von Argumenten für die Existenz Gottes betrachtet und auch ein wichtiges Argument gegen die Existenz Gottes. Jetzt am Ende muss man wohl sagen, das Ergebnis fällt ziemlich ernüchternd aus. Einige dieser Pro-Argumente sind zwar durchaus interessant, aber keines von ihnen kann wirklich schlüssig die Existenz Gottes nachweisen. Und ein Kernproblem, auf das wir immer wieder gestoßen sind, wenn wir die Argumente diskutiert haben, das war ja der Schritt von dem, was das Argument nachweisen kann, wenn die Prämissen in Ordnung sind, hin zum Gottesbegriff. Also der Schritt von dem, was beim Argument rauskommt, zu der Aussage, es gibt einen Gott. Der hat sich immer wieder als problematisch herausgestellt. Vielleicht, nehmen wir mal das kosmologische Argument als Beispiel, vielleicht kann man mit einem solchen Argument zeigen, dass das Universum eine erste Ursache haben muss. Aber es kann nicht zeigen, dass die erste Ursache für die Existenz des Universums der theistische Gott sein muss. Oder nehmen Sie das teleologische Argument. Ja, vielleicht lässt sich zeigen, dass die Ordnung im Universum auf irgendeine Form von bewusstem Feintuning zurückgehen muss. Aber das heißt nicht, dass dieses Feintuning auch von einem theistischen Gott verursacht sein muss. Und nehmen wir nochmal das Problem des Übels. Das Problem des Übels zeigt relativ klar, dass der klassisch-theistische Gottesbegriff nicht gut mit der Existenz von Leiden und Übeln in unserer Welt vereinbar ist. Was sollen wir nun tun? Nun, angesichts dieses Befundes ist eine Möglichkeit natürlich ganz einfach der Atheismus. Wir könnten sagen, na gut, dann gibt es eben keinen Gott. Wir verabschieden uns von der Religion, wir geben den Gottesglauben auf und wir arrangieren uns mit einer vollkommen naturalistischen Welt, in der es halt eben keinen Platz für das Übernatürliche gibt. Für viele Religionskritikerinnen und Kritiker der Moderne ist genau das die Lösung gewesen. Denken Sie an Leute wie Richard Dawkins oder überhaupt den ganzen neuen Atheismus. Das war die Konsequenz, die sie aus diesen Diskussionen gezogen haben. Na gut, dann gibt es halt eben keinen Gott. Learn to live with it. Aber es könnte ja noch eine andere Alternative geben. Man könnte doch anfangen, neu über den Gottesbegriff nachzudenken. Das Problem, das wir angetroffen haben, das war ja gerade immer, dass die Argumente nicht zu einem Gott im Sinne des klassischen Theismus führen konnten. Also zu so einem Omnigott, wie wir es ganz am Anfang des Kurses mal besprochen haben. Also dass man sagt, Gott ist eine körperlose Person, er ist allmächtig, allwissend, allgütig und so weiter und so fort. Vielleicht liegt es ja einfach an unserem Gottesbegriff. Vielleicht ist der einfach falsch. Könnte uns nicht ein anderes Verständnis von Gott an dieser Stelle hier weiterhelfen? Könnte man einen anderen Begriff finden, den man an die Stelle des Gottes des klassischen Theismus setzen kann? Oder vielleicht gibt es noch die andere Möglichkeit, auf Gott zu verzichten, aber eben nicht im Sinne eines klassischen Atheismus auf Gott zu verzichten. Das wäre dann die andere Option, also die Alternative zur Neudefinition des Gottesbegriffes, eine Umdefinition des Religionsbegriffes. Ist denn ein Gottesbegriff wirklich notwendig für Religion? Also muss die Konsequenz aus der Ablehnung des Theismus zwangsläufig der Atheismus sein? Könnte es nicht eine alternative Form von Religion ohne Gott geben? Das sind die zwei Optionen, die ich heute mit Ihnen noch durchsprechen möchte. Also entweder eine Alternative zum Gottesbegriff oder eine Alternative zur theistischen Religion. Ich will Ihnen zwei Möglichkeiten vorstellen, die aktuell gerade in der Debatte sind darüber. Das eine ist die Alternative zum theistischen Gottesbegriff, nämlich der Ultimismus von John Schellenberg. Und der andere Vorschlag, wie Religion ohne Gott aussehen könnte, das ist der Wertrealismus von Ronald Dworkin. Beides sind zeitgenössische, gegenwärtige Versuche, eine Religion jenseits des Theismus zu denken. Das ist jetzt natürlich eine ziemlich eingeschränkte Auswahl, die ich Ihnen hier vorstelle. Das sind beides Konzepte, die ich persönlich besonders interessant finde und vielleicht gerade deswegen ausgewählt habe, aber vielleicht haben Sie ein bisschen Nachsicht mit mir und können akzeptieren, dass ich zum Ende dieses Kurses jetzt ein bisschen mein eigenes Steckenpferd reiten möchte. Aber gerade in Sachen alternative Gottesbegriffe gibt es eine intensive Debatte in der Gegenwart und es gibt weit mehr Kandidaten im Spiel, als ich jetzt hier vorstellen könnte in diesem einen Video. Deswegen nur eine zu Beginn ganz kurze Übersicht über die meiner Meinung nach drei wichtigsten Alternativen zum klassischen Theismus, die gegenwärtig diskutiert werden, bevor wir uns dann die zwei anderen Vorschläge intensiver anschauen wollen. Nun, die erste, sozusagen schon klassisch gewordene Alternative zum normalen Theismus, das ist die sogenannte Prozesstheologie.
Die Prozesstheologie geht auf die Prozessphilosophie zurück, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Alfred North Whitehead entwickelt worden ist und von Charles Hartshorne im Laufe des 20. Jahrhunderts deutlich ausgebaut wurde. Im Zentrum der Prozessphilosophie steht der Gedanke, dass die Realität nicht statisch, sondern dynamisch ist. Also die Wirklichkeit besteht nicht aus beharrlichen Substanzen, die statisch und unveränderlich gedacht werden, so wie wir das aus der klassischen Metaphysik von Aristoteles bis Descartes und so weiter kennen, sondern die Wirklichkeit besteht aus Ereignissen bzw. Prozessen. Also die Wirklichkeit ist prozesshaft verfasst, nicht dinghaft verfasst, wenn Sie so wollen. Der Fokus der Philosophie verschiebt sich vom Sein aufs Werden innerhalb der Prozessphilosophie. Nun, und die Prozesstheologie betont die Veränderlichkeit Gottes. Gott ist ebenso wie alles andere, was existiert, eben auch in einen permanenten Prozess der Veränderung eingebunden. Das heißt, Gott entwickelt sich weiter, und zwar im Wechselspiel mit der Welt. Er empfindet Freude, er empfindet Leid über die Entwicklung der Welt. Die Beziehung zwischen Gott und Welt ist also eine Beziehung in beide Richtungen. Eine Beziehung, in der beide Teile voneinander wechselseitig beeinflusst werden. Im Gegensatz zum Gott des klassischen Theismus natürlich, der als ewig und unveränderlich gedacht wird und auch als ein Ens a se, also ein Seiendes, das nur aus sich selbst heraus existiert. Die Prozessphilosophie sieht demnach auch die Zukunft als offen an. Und offen heißt, sie ist auch für Gott offen. Es gibt kein göttliches Vorherwissen, das in Konflikt geraten könnte mit der menschlichen Freiheit. Also auch Gott weiß nicht, wohin die Reise führen wird. Gott kann demnach das Übel in der Welt auch nicht beseitigen. Er ist zwar dafür verantwortlich, dass der Kosmos sich zu einem geordneten Ganzen entwickelt, also die Ordnung im Kosmos ist in gewisser Weise auf Gott zurückzuführen, aber nicht im Sinne einer Bewirkung, einer Effizienzkausalität, sondern im Sinne einer Finalkausalität. Der Kosmos strebt durch Ordnung zu Gott hin, wenn man es so ausdrücken möchte. Es ist also quasi dieser Gott, der die Welt wie ein Magnet zu sich heranzieht. Aber geschaffen hat er diese Welt in dem Sinne nicht und auch nicht das Übel in ihr. Die zweite Alternative ist der sogenannte offene Theismus. Der offene Theismus ist eine relativ neue Bewegung innerhalb der Theologie, die ein paar Anleihen bei der Prozessphilosophie gemacht hat, aber doch einen ganz eigenständigen Ansatz entwickelt. Offener Theismus, warum offen? Nun, weil der offene Theismus behauptet, dass die Zukunft offen ist. Also sie ist nicht determiniert. Wir würden von einer geschlossenen Zukunft sprechen, wenn schon vorher determiniert wäre, was in der Zukunft passieren wird. Und das lehnt der offene Theismus ab. Aussagen über die Zukunft sind unbestimmt. Auch Gott weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Das heißt, Gott ist nicht allwissend in dem Sinne, dass er die Zukunft kennt. Also die Menschen sind frei in ihren Handlungen, sie sind nicht durch göttliches Vorherwissen determiniert, also eine ganz klar libertäre Position in der Frage der Willensfreiheit. Und überhaupt steht die menschliche Willensfreiheit für den offenen Theismus im Zentrum seines Denkens. Das wird relevant, wenn es um das Problem des Übels geht, denn der Gott des offenen Theismus kann ja nicht vorhersehen, wie Menschen ihre Willensfreiheit gebrauchen werden. Menschen sind frei, die Zukunft ist offen, Gott weiß nicht, was am Ende dabei rauskommen wird. Darüber hinaus hat allerdings der offene Theismus eine ganze Menge Gemeinsamkeiten mit dem klassischen Theismus. Gott wird als Person verstanden, als Schöpfer der Welt, als vollkommen mit den üblichen Omniprädikaten und so weiter. Aber der offene Theismus weicht auch hier vom klassischen Theismus ab, indem er betont, dass Gott zeitlich verfasst ist. Er steht nicht jenseits der Zeit. Wir hatten das bei der Debatte über den Gottesbegriff und die Ewigkeitskonzeption schon mal kurz kennengelernt. Das heißt, Gott steht in kontinuierlichem Kontakt mit seiner Schöpfung. Dritte Alternative, das ist der Panentheismus. Panentheismus sollten Sie jetzt bitte nicht verwechseln mit Pantheismus. Das sind zwei verschiedene Sachen. Pantheismus. So. Pantheismus bedeutet, dass Gott und Welt identisch sind. Das heißt, die Welt ist Gott. Das ist eine Position, die philosophiegeschichtlich oft Spinoza zugeschrieben wird. Panentheismus bedeutet hingegen, dass die Welt in Gott enthalten ist, aber sie ist nicht mit ihm identisch. Gott geht über die Welt hinaus, enthält sie sozusagen in sich. Gegenüber dem Pantheismus betont also der Panentheismus die eigene Identität sowohl von Welt als auch von Gott. Also sie sind nicht miteinander identifizierbar, auch wenn sie konstitutiv miteinander zusammenhängen. Gleichzeitig ist Gott im Panentheismus nicht wie für den klassischen Theismus transzendent der Welt gegenüber. Also er steht nicht jenseits der Welt, sondern nimmt die Welt in sich auf.
Es steht also dieser Panentheismus steht irgendwo zwischen der Identifikation von Gott und Welt im Pantheismus und der Differenz von Gott und Welt im klassischen Theismus. Da nimmt er so eine Mittelposition ein, könnte man sagen. Damit fällt jetzt für den Panentheismus die klassische Idee einer Schöpfung der Welt weg. Denn die Welt ist ja immer schon ein konstitutiver Bestandteil Gottes. Er kann sie nicht schaffen. Gott existiert nur insofern, die Welt ein konstitutiver Bestandteil von ihm selbst ist. Das wirkt sich in der Konsequenz dann natürlich auch für das Problem des Übels aus. Ohne Schöpfung stellt sich gar nicht mehr die Frage, warum Gott eine Welt geschaffen hat, in der es Übel gibt. Bleibt natürlich die Frage, warum ist das Übel eigentlich ein konstitutiver Bestandteil der göttlichen Realität? Könnte das nicht auch irgendwie anders sein? Aber ja, das erfordert zumindest eine Art, neu an das Problem des Übels heranzugehen. Also das jetzt nur mal ganz, ganz kurz, drei denkbare Alternativen zum klassischen Theismus. Die sind jetzt allerdings dadurch charakterisiert, dass sie noch relativ nah am religiösen Hintergrund des klassischen Theismus stehen. Also es sind Modifikationen des Gottesbegriffes, durchaus tiefgreifende Modifikationen, aber sie sind immer noch erkennbar als Gottesbegriffe. Es ist nicht irgendwas anderes, was jetzt an die Stelle des Gottesbegriffs tritt, sondern nur eine starke Veränderung des Gottesbegriffs, wenn Sie so wollen. Die beiden Theorien, die ich Ihnen jetzt aber vorstellen möchte, die sind noch weiter entfernt vom klassischen Theismus. Die verabschieden sich vollständig von einem Gotteskonzept oder sie verabschieden sich so weit von einem Gotteskonzept, dass der Begriff Gott in jeder seiner üblichen Bedeutungen fallen gelassen wird. Alternative Nummer 1, das ist John Schellenbergs Ultimismus. Schellenberg ist ein kanadischer Religionsphilosoph, der sich selbst als klassischen Atheisten eigentlich bezeichnen würde. Aber er hat in den letzten ungefähr 15 Jahren so einiges geschrieben, worin er sich für eine Alternative zum Theismus einsetzt, nämlich das, was er Ultimismus nennt. Schellenberg meint, die westliche Religionsphilosophie hat sich bisher eigentlich, also ist bisher eigentlich immer vom klassisch-theistischen Gottesbegriff dominiert worden, was ja auch kein Wunder ist, wenn man daran denkt, dass nun mal das Christentum und andere theistische Religionen die absolut vorherrschenden Religionen im Westen der letzten Jahrtausende gewesen sind. Es hat natürlich immer wieder alternative Ansätze gegeben, den Gottesbegriff ein bisschen anders zu interpretieren, also zum Beispiel im Pantheismus oder dann eben auch in der apophatischen Theologie. Also Pantheismus kennen Sie, apophatisch heißt jetzt hier, das ist die Tradition der negativen Theologie, die Gott als unsagbar ansieht und als jenseits unseres Denken, also unseres begrifflichen Denkens, der Kategorien unseres Verstandes stehend. Schellenberg ist aber mit beidem unzufrieden, also mit beiden klassischen Alternativen zum Theismus. Er sagt, der Pantheismus, der ist nicht weit genug weg vom Theismus. Und die negative Theologie, die ist zu nah dran. Nee, andersrum. Also der Pantheismus ist nicht weit weg genug. Er hat noch zu viele Gemeinsamkeiten mit dem klassischen Theismus und die apophatische Theologie, die geht einfach zu weit. Sie macht Gott letzten Endes unverständlich und undenkbar. Schellenberg schlägt jetzt stattdessen eine andere Alternative vor, eben seinen Ultimismus. Ultimismus bedeutet, es gibt eine letzte, eine ultimative Realität. Was soll das heißen, dass sie die letzte Realität ist? Nun, das soll heißen, dass diese Realität die letzte Begründung ist, also die Realität, auf der alle andere Realität aufgebaut ist, und zwar in dreifacher Hinsicht, nämlich metaphysisch, axiologisch und soteriologisch. Was ist damit gemeint? Nun, damit ist gemeint, dass diese ultimative Realität in diesen drei Hinsichten der Welt gegenüber transzendent ist und ultimativ ist. Metaphysisch transzendent zu sein bedeutet, die ultimative Realität existiert verschieden von jedem Element der alltäglichen Realität. Also alles, was in der alltäglichen Realität existiert, die Dinge, die wir so um uns herum sehen, Häuser, Autos, Bäume und so weiter, die können in ihrer Existenz erklärt werden durch eine Rückführung auf die ultimative Realität. Die ultimative Realität ist das letzte, das fundamentale Faktum der Wirklichkeit, das, wovon eine Theory of Everything handeln müsste. Also sie ist der letzte Grund der Dinge, wenn Sie es etwas pathetisch formulieren wollen. Axiologisch transzendent zu sein bedeutet, der Wert der ultimativen Realität übersteigt den Wert jedes Elementes der alltäglichen Realität. Also die ultimative Realität ist besser, sie ist wertvoller als alles andere, was existiert. Ganz ähnlich, wie wir das bei Anselms Gottesbegriff im Kontext des ontologischen Arguments kennengelernt haben. Die ultimative Realität ist das, worüber hinaus nichts Größeres oder Besseres gedacht werden kann.
Und schließlich Nummer 3, soteriologische Transzendenz. Das heißt, in der richtigen Beziehung zur ultimativen Realität zu stehen, ist besser für uns als jede Beziehung zu einem Element der alltäglichen Wirklichkeit. Diese ultimative Realität, sagt Schellenberg, ist das höchste Gut, wenn wir es etwas traditioneller ausdrücken wollen. Diese ultimative Realität zu erreichen, in der richtigen Beziehung zu ihr zu stehen, das ist das höchste Gut für jedes Wesen, ist das bestmögliche Leben. Und wenn nun die ultimative Realität nicht bloß die alltägliche Realität in diesen drei Hinsichten transzendiert, also überschreitet, sondern in höchstmöglichem Maße transzendiert, sodass darüber hinaus etwas noch weitergehendes einfach nicht mehr denkbar ist, dann ist sie die wahrhaft ultimative Realität, der Schlusspunkt, hinter dem nichts mehr kommen kann. Sie ist der letzte Grund der Dinge. Gut, dieses Konzept klingt extrem abstrakt, das gebe ich zu. Schellenbergs Beschreibung dieser ultimativen Realität ist ja im Grunde rein formal. Er sagt nicht, was diese Realität ist, er sagt nicht, worin ihr Wert liegt, er sagt auch nicht, wie das bestmögliche Leben aussieht, das sie ermöglicht. Aber andererseits klingt jetzt diese Beschreibung doch irgendwie verdächtig nach dem traditionellen Gott des Theismus. Aber gerade das soll es ja nicht sein. Also was ist denn bitteschön die ultimative Realität? Schellenberg beantwortet das nicht, und zwar weil er es nicht kann. Die Idee des Ultimismus ist für ihn einfach nur ein Rahmen, ein Framework, wie er es nennt, das noch mit Inhalt gefüllt werden muss. Er schreibt dazu: Our idea of God needs to be a framework idea, whose extant fillings we must indeed continue to explore, but which we should regard as capable of being filled out in many new ways as well. Ways that a few thousand years of looking have perhaps not sufficient been, have not been sufficient to reveal. Warum nicht? Also warum ist diese Idee noch nicht ausgefüllt worden? Die Antwort finden Sie im letzten Halbsatz, über den ich gerade gestolpert bin, in dem Gedanken der Zeit. Schellenberg betont eine Haltung, die er Temporalismus nennt. Das ist die Anerkennung der Bedeutung nichtmenschlicher Zeitskalen für das Verständnis der Wirklichkeit. Also wir Menschen denken normalerweise in relativ kleinen Zeitdimensionen. Tage, Wochen, Monate, Jahre, vielleicht noch Jahrzehnte, Jahrhunderte, aber irgendwann dann hört es auf. Zeiträume von Jahrtausenden oder gar Millionen von Jahren sind für uns eigentlich nicht mehr vorstellbar. Wir haben ein ziemlich gutes Gefühl, was der Unterschied zwischen einem Jahr und zwei Jahren bedeutet. Also das können wir sehr gut intuitiv erfassen, inwiefern ein Jahr weniger ist als zwei Jahre. Aber der Unterschied zwischen 10.000 und 100.000 Jahren ist für uns im Prinzip nicht richtig fühlbar. Beides fühlt sich irgendwie gleich an, verdammt lange nämlich. Deswegen, weil wir eben nur gewohnt sind, in menschlichen Zeitskalen zu denken, verstehen wir auch unsere eigene Position innerhalb der Zeit nicht richtig. Denken Sie mal nach. Gemessen an der Zeit, die das Universum bereits existiert, oder auch nur die Erde existiert, ist die Lebensdauer der Menschheit als Spezies verschwindend gering. Und innerhalb dieser verschwindend geringen Zeit, wo es überhaupt Menschen gibt, ist eine noch viel kleinere Zeitspanne diejenige Zeit, in der wir philosophisch über irgendwelche Dinge anfangen nachzudenken. Also die Philosophie beschäftigt sich seit gut 2.500 Jahren mit dem Nachdenken über Gott. Aber es ist durchaus möglich, dass diese 2.500 Jahre erst der Anfang des rationalen Nachdenkens über Gott sind und dass noch Tausende oder vielleicht Zehntausende Jahre rationalen Philosophierens vor uns liegen. Der moderne Mensch existiert als biologisches Wesen seit ungefähr 200.000 Jahren oder etwas mehr. Was, wenn es nochmal 200.000 Jahre Philosophieren gibt, die noch vor uns liegen? Was könnte alles in diesen 200.000 Jahren passieren, gedacht werden, was wir uns im Moment noch gar nicht vorstellen können? Es wäre also vollkommen vermessen, dass wir angesichts der Unreife unserer Spezies davon ausgehen, dass wir die wahre Natur der ultimativen Realität bereits erkannt haben oder dass wir überhaupt in der Lage dazu sind, sie zu erkennen. Im Gegenteil, Schellenberg sagt sogar, die Idee eines personalen Gottes, den wir für die ultimative Realität halten, wenn wir klassische Theisten sind, das spricht doch dafür, dass wir noch gar nicht so weit sind, dass wir überhaupt noch nicht in der Lage sind, die ultimative Realität zu erfassen. Warum sollte ausgerechnet eine Person die bestmögliche, die ultimative Realität sein? Vielleicht, weil wir von unserer eigenen personalen Natur darauf schließen und denken, Gott müsse so irgendwie wie wir selber sein? Wenn wir uns tatsächlich in einem frühen Stadium unserer kognitiven Entwicklung als Spezies befinden,
dann wäre es doch nur wahrscheinlich, dass wir auf so einen naiven Fehlschluss reinfallen. Ultimismus heißt dann also, an die Stelle des konkreten und sehr spezifisch ausformulierten Begriffs eines theistischen Gottes mit seinen ganzen Omniprädikaten und so weiter, tritt die unbestimmte Lehrformel der ultimativen Realität. Mit dem Ziel natürlich, diesen bisher noch leeren Rahmen im Lauf der kommenden Jahrtausende, Jahrzehntausende auszufüllen, ohne dass wir jetzt schon wissen, was am Ende dabei rauskommen wird. Der Ultimismus ist also eher so eine Art Wegweiser zu einer Alternative zu Gott, aber noch nicht die Alternative selbst, oder zumindest noch nicht. Schauen wir uns unser zweites Beispiel an, das ist Ronald Dworkin mit seiner Idee von Religion ohne Gott. Dworkin, der vor einigen Jahren gestorben ist, war einer der bedeutendsten rechts- und politischen Philosophen der letzten Jahrzehnte aus den USA. Und er entwirft in seinem letzten Buch, das kurz nach seinem Tod erschienen ist, das Konzept einer Idee, das Konzept einer Religion ohne Gott. Ja. Er schreibt über den Begriff der Religion: Religion is deeper than God. Religion is a deep, distinct and comprehensive worldview. It holds that inherent objective value permeates everything, that the universe and its creatures are awe-inspiring, that human life has purpose and the universe order. A belief in a God is only one possible manifestation or consequence of that deeper worldview. Für Dworkin ist Religion also eine bestimmte Haltung, die man der Welt gegenüber einnehmen kann. Religion heißt dann eine Haltung, in der ich die Welt, die Wirklichkeit als intrinsisch wertvoll, als sinnvoll und als geordnet wahrnehme. Ein Weg, eine solche Haltung auszubilden, ist natürlich der klassische Theismus. Aber Religion, verstanden als diese Haltung der Realität gegenüber, hängt nicht davon ab, ob man an einen Gott glaubt oder nicht. Sie kann damit verbunden werden, sie muss es aber nicht. Zentral für Dworkin ist der Glaube an eine objektive Realität von Werten. Also das ist es, was Religion ausmacht, der Wertobjektivismus. Das ist natürlich ein etwas ungewöhnlicher Religionsbegriff. Also gehört nicht zur Religion wesentlich der Glaube an zumindest ein paar übernatürliche Entitäten, Götter, Geister, Seelen, all sowas. Also wäre nicht das zentral für die Religion? Dworkin verneint. Nein, so ist es nicht. Er sagt, Religion im allgemeinen Verständnis hat zwei Seiten. Einmal so eine quasi wissenschaftliche Seite und einmal eine werthafte Seite. Diese quasi wissenschaftliche Seite gibt Antwort auf bestimmte Tatsachenfragen. Also ganz ähnlich, wie es auch die Wissenschaften in Bezug auf die Natur tun. Also sie erklärt uns, was der Fall ist, was es gibt und was es nicht gibt. Also zum Beispiel beantwortet diese quasi wissenschaftliche Seite Fragen wie: Woher kommt das Universum? Woher kommt das menschliche Leben? Gibt es eine unsterbliche Seele? Und so weiter und so fort. Und hier gehört natürlich auch dieser supernaturalistische Teil der Religion rein. In diesen quasi wissenschaftlichen Teil gehört dann unter anderem eben auch die Behauptung, dass es einen Gott im Sinne des Theismus gibt. Verstanden als eine wahre Aussage über ein bestimmtes Faktum der Realität. Das sind die Dinge, die religiöse Menschen glauben, die Tatsachen, von denen sie annehmen, dass sie bestehen. Das macht diese quasi wissenschaftliche Seite aus. Und oft reduzieren wir Religion im normalen Verständnis auf diesen Glaubensaspekt, auf das, was man glaubt, wenn man einer Religion angehört. Aber daneben gibt es ja noch den werthaften Teil, sagt Dworkin. Dieser werthafte Teil, der enthält eine Reihe von Aussagen darüber, was gut und wichtig ist im Leben, welche Dinge wahrhaft wertvoll sind für uns. Also zum Beispiel lehren viele Religionen, dass Mitleid eine wichtige Tugend ist oder dass das Universum schön ist und wert ist, beschützt zu werden. Und Dworkin differenziert innerhalb dieser werthaften Seite nochmal zwei verschiedene Aspekte, nämlich die moralischen und die ästhetischen Werte. Moralische Werte im Sinne von das, was gut ist, ästhetische Werte im Sinne von das, was schön oder erhaben ist. Und dieser werthafte Teil der Religion, der ist für Dworkin nun absolut. Die Werte, die ich anerkenne, wenn ich eine religiöse Haltung zur Wirklichkeit habe, die beruhen auf nichts anderem. Sie sind objektiv gültig. Das, was in der religiösen Haltung als wertvoll anerkannt wird, wird als objektiv wertvoll anerkannt. Also in diesem Wertobjektivismus oder Realismus, darin besteht für Dworkin die religiöse Einstellung. Und das ist für ihn der Unterschied zwischen einer religiösen und einer nicht religiösen Haltung. Es kommt nicht auf Götter oder sowas an, sondern auf das Verständnis dieser Werte. Also zum Beispiel könnte man in einer religiösen Haltung glauben,
dass das Leben heilig ist und dass es geschützt werden muss. Und würde dann nicht diese Heiligkeit des Lebens auf irgendetwas anderes reduzieren. Man würde nicht sagen, man muss das Leben anderer Menschen schützen, weil eine Gesellschaft so besser funktionieren kann oder so etwas. Sondern eine religiöse Haltung würde diese Heiligkeit des Lebens als einen fundamentalen Wert ansetzen, der in nichts weiter begründet ist oder begründbar ist als in sich selbst. Im Prinzip, sagt dann Dworkin, ist dieser Wert ein Gegenstand des Glaubens geworden. Der religiöse Mensch glaubt ganz einfach an die Heiligkeit des Lebens, an die Erhabenheit der Natur oder was weiß ich was, ganz ähnlich wie der Theist an die Existenz Gottes glaubt, ohne dass eine weitere Begründung dafür gegeben werden müsste. Klar, nicht alle religiösen Menschen sehen die Existenz Gottes als unbegründbar oder unbegründet an, aber es wäre ein möglicher Zugang zu diesem Gottesbegriff, dass man sagt, ich akzeptiere die Existenz Gottes ohne jeden weiteren Beweis als ein fundamentales Faktum, auf dem das andere einfach aufgebaut ist. Ohne weitere Begründung an die Realität des Guten und des Schönen zu glauben, heißt nun aber auch, dass es nicht auf einen Gott zurückgeführt werden muss. Also der wissenschaftliche und der werthafte Teil der Religion, die sind für Dworkin unabhängig voneinander. Eine religiöse Haltung verbindet natürlich oft diese beiden Teile und viele religiösen Menschen begründen ihre Wertüberzeugungen mit dem Verweis auf Gott und sagen, wir müssen das und das tun oder das und das ist wichtig, weil es von Gott geboten ist beispielsweise. Aber Dworkin meint, das ist nicht notwendig. Er schreibt, there is no direct bridge from any story about the creation of the firmament or the heavens and earth or the animals of the sea and the land or the delights of heaven or the fires of hell or the parting of any sea or the raising of any dead to the enduring value of friendship and family or the importance of charity or the sublimity of a sunset or the appropriateness of awe in the face of the universe or even a duty of reverence for a creator god. Also der quasi wissenschaftliche Teil der Religion, der macht Aussagen über bestimmte Tatsachen. Er sagt etwas darüber, was der Fall ist oder nicht, oder was angeblich der Fall ist oder nicht. Zum Beispiel, dass es einen Gott gibt. Der werthafte Teil der Religion, der macht Aussagen darüber, was sein soll. Also was wir tun sollen, welche Einstellung wir zum Universum haben sollen und so weiter und so fort. Und spätestens seit Hume wissen wir, dass man vom Sein nicht auf das Sollen schließen kann. Zu sagen, wie etwas ist, lässt keinen Schluss darauf zu, wie es sein soll oder dass es so sein soll. Das heißt, der werthafte Teil der Religion, der kann ohne Probleme vom wissenschaftlichen Teil getrennt werden. Und deswegen kann es für Dworkin auch einen religiösen Atheismus geben. Eine Religion, die den Theismus als ihren quasi wissenschaftlichen Teil aufgibt und die werthafte Einstellung zur Welt, die religiöse Haltung, zurückbehält. Was wäre dann eine solche atheistische Religion? Wie würde die aussehen? Nun, für Dworkin wäre es eine Haltung, die allem, was existiert, der Natur, dem Kosmos, dem Leben, einen objektiven und intrinsischen Wert zuweist. Was existiert, ist demnach gut, allein dadurch, dass es existiert und es bezieht seinen Wert aus nichts anderem als sich selbst. Und ebenso ist alles, was existiert, für diese Haltung schön und erhaben und geordnet. Das Universum ist also kein indifferentes Chaos oder so etwas, sondern wirklich ein Kosmos im ursprünglichen Sinne des griechischen Wortes, das nicht nur Ordnung, sondern auch Schmuck oder Schönheit bedeutet. Und das menschliche Leben ist intrinsisch wertvoll, ohne auf irgendetwas anderes abgeleitet zu werden. Diese religiöse Haltung, wenn man sie hat, wenn man sie im Rahmen eines Atheismus hat, lässt sich nicht weiter begründen. Sie versteht ihre Werturteile als fundamental und in nichts tieferliegendem mehr begründet. Also sie braucht keine ultimative Realität, wie Schellenberg das sagen würde, um diese Werturteile noch ableiten zu können. Wer diese religiöse Haltung nicht teilt, der kann natürlich auch nicht davon überzeugt werden, sich ihr anzuschließen. Wer sie nicht teilt, der hat eben einfach keine religiöse Haltung. Aber nichts hindert diejenigen, die nicht an einen theistischen Gott glauben können oder wollen, sich dieser religiösen Haltung anzuschließen, selbst wenn sie Atheisten bleiben.